Hallo und herzlich willkommen bei Radio VR. Heute mal ein Interview unter dem Motto Germany is sexy, weil ich habe nämlich heute eine völlig erotische Stimme wegen Erkältung und überhaupt und so. Herzlich willkommen, Markus. Du hattest Zeit zum Fliegen und bist zu uns geflogen. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Immer wieder. Wir sind auf Rundfunktournee und da müssen wir natürlich unbedingt dich besuchen. Da geht nichts dran vorbei. Also man muss dazu sagen, wir trinken jetzt Narrensekt, weil so viel Lob bin ich gar nicht gewohnt. Aber das regeln wir dann nachher. Du hast einen Spagat vollbracht, den nur ganz, ganz wenige schaffen. Du bist von der neuen deutschen Welle Richtung Schlager gegangen. Wobei Schlager nicht mal immer richtig ist. Es ist ja eine Mischung zwischen Schlager und Deutschpop. Ja, genau, würde ich auch sagen. Ja, also natürlich, das hat ja auch über eine gewisse Zeitspanne gedauert. Also die Neue Deutsche Welle, das war vor 3 Jahren, also ich traue es mir gar nicht zu sagen, aber es sind ja schon 3 Jahrzehnte her, Anfang der 80er Jahre, als das so seinen Höhepunkt hatte. Es war eine sehr kreative Phase, wo wie ein Flächenbrand unheimlich viele Talente auf einmal in Deutschland Musik gemacht haben, die auch vorher manchmal gar keine Musik gemacht haben, die aus dem Nichts kamen, nicht bekannt waren. Da sind viele tolle Titel entstanden, von Spider Murphy über Nena, über Fräulein Menke, Geier Sturzflug, wie sie alle heißen. Macht die Fräulein Menke eigentlich jetzt immer noch was? Was ist mit deinem Kopf? Ich weiß es gar nicht sicher. Die hat jetzt Furore gemacht im Dschungel. Ihr habt doch im Kopf mit der Frau gehabt. Ja, das ist ein großes Talent. Also auch damals, zu Zeiten der Neuen Deutschen Welle, die hat viele, viele tolle Titel gemacht, selbst gemacht. Auch mit ihrem damaligen Kompagnon produziert. Und also ich halte die für eine sehr begabte deutsche Musikerin. Und wie kann man so abstürzen? Man landet im Dschungel? Ja, das haben wir ja schon. Also sie hat ja mittlerweile gar nicht mehr diesen Negativ-Touch, den ich fand, den es am Anfang hatte. Also bei der ersten Sendung vielleicht noch nicht, aber dann war es ja so. Es sind unheimlich viele. Also ich habe jetzt auch auf einer Veranstaltung Benjamin Boyce, kenne ich noch aus der Comeback-Show. Da habe ich so gesagt, was hast du in den letzten Jahren so gemacht? Ja, ich war im Dschungel und so, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich meine, ich kenne Benjamin, aber irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Also, man kann das machen. Er ist ja der Einzige, der jetzt nicht mehr bei Colin direkt mitmacht. Alle anderen sind ja noch zusammen, die drei. Ja. Der Lee, der Bastian und Eloy. Schade eigentlich, ja. Hätten wir so eine Aber ich kann das verstehen. Ich hatte auch mal eine englischsprachige Band. Ja. Mit einem Engländer zusammen, Mark Jeffries. Und wir hatten auch ein tolles Duo. Das hatte einen tollen, schönen Hit, auch in Italien und Spanien. Girls Got a Brand New Toy. Aber es kommt da immer zu so gruppendynamischen Prozessen, die dann das Ganze sprengen. Eigentlich müsste man solchen Boybands gleich einen Psychiater an die Seite stellen. Jetzt hast du mich gleich erwischt. Ihr habt den Song gemacht. Wusste ich gar nicht. Nee? Nein. Ach so? Hallo? Hallo, nein, habe ich nicht gewusst. Okay. Eigentlich bist du ja wirklich ein... eigentlich bist du ja ein Vollblutmusiker. Wie viel Zeit verbringst du immer noch im Studio? Wir hatten jetzt die letzte Platte in 2012 kam die auf den Markt. Und dann wurde die so vermarktet. Das hatte auch 1-2 Jahre gedauert. Und dann habe ich keine neue Platte gemacht, aber ich habe zwischenzeitlich immer so Singles neu aufgenommen, die ich gut fand, wo ich gesagt habe, oh, das ist aber toll, ein schönes Stück. Und so sind dann in dieser Zeitspanne mindestens 4-5 Nummern entstanden, die auch im Radio gespielt wurden, auch bei dir. Vielen herzlichen Dank. Echt? Welche meinst du jetzt? Hier stehen so einige drauf. Ich bin nicht Spider-Man. Ja, stimmt. Hast du gespielt. Und ich bin da mal weg. Ja. Germany is sexy. Ja, super, super, super. Vielen Dank. Und als die jetzt so da waren, dann hat man eigentlich gesagt, mit der Plattenfirma zusammen, hey, da könnten wir eigentlich auch mal wieder eine neue CD machen. Und das hat dann noch etwas gedauert, 2-3 Monate, sammeln von Material und aufbereiten und das Aufnehmen mit Ali Menke, den man ja als kennt Sohn man. Von Joe Menke kennt, von Drugstop und der als Bruder von Fräulein Menke, der hat dann mit mir zusammen die Platte aufgenommen, produziert und das hat dann 1 Monat gedauert und jetzt ist sie wieder hier und ich freue mich, dass ich mal wieder was Neues habe. Das Album hat ja, das kann ich eine Frage ruhig vorziehen, hat ja nicht nur die Facette
Schlager zu sein oder Deutschpop zu sein. Im Grunde deckst du ja alles Mögliche ab in dem Bereich. Wir haben gerade schon mal, also im Vorgespräch darüber gesprochen, es gibt eine wunderschöne Ballade, die ich nämlich mag, das ist das Sternenmeer, die mit Synthesizer etc. so ein bisschen anfängt. Wie kriegt man solche Ideen, auch jetzt mit Synthesizer wieder zu arbeiten? Weil Synthesizer ist ja schon fast nicht mehr up to date, ne? Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte, wenn du gerade das ansprichst. Ich war auf Rügen im Urlaub, damals noch mit meinen Eltern, die, also nicht ganz so früh hier. Ich war gerade am Rechnen. Also wie das eben so ist, als braver Sohn und mit Familie und ich war auch ein Jung. Und wir sind nach Rügen gefahren und saßen auf der, zur Happy Hour auf der Seebrücke in Binz. Und da spielten zwei Jungs auf Gitarre und die hatten so auch ganz witzig ihr Programm aufbereitet. Die konnten dann so Stücke aufnehmen und dann dazu spielen selbst, so mit dem Fußschalter. Und das hat mich so interessiert, die Technik. Bin ich dann hingegangen, dann haben wir zusammen echt viel Spaß gespielt, weil die mich irgendwie erkannt haben. Den Song kanntest du irgendwie, ne? Ja, den kannte ich dann. Er kannte den Text auch so. Und einigermaßen, dann haben wir das zusammen gespielt. Und das war so irgendwie witzig. Ja. Und da habe ich gesagt, hey Jungs, wenn ihr mal irgendwie Lust habt, dann machen wir mal was zusammen. Mhm. Sascha und Ille von Zickzack und wir haben dann über die sozialen Medien dann uns wieder getroffen, so connected und dann habe ich gesagt, hey, ich mache eine neue Platte, wollen wir nicht mal irgendwie? Und ja, habe ich gesagt, ja, machen wir. Und die haben natürlich so ein bisschen anderen Style, ja, so ein bisschen auch 90er-Style, so 80er-Style. Und das ist, was du vielleicht meinst, mit Enigma damit reingekommen. Ja, ja. Und da ist dieser Song entstanden, ich finde den ganz toll, es ist eine Ballade, ein bisschen traurig, aber so ist das Leben. Ja gut, zur jetzigen Zeit wäre der wahrscheinlich falsch, wenn das jetzt die Single wäre, aber so nach dem Urlaub, so September, Oktober, so die November Zeit. November hin. Ja, November hin, da muss man schon fast wieder aufpassen, da bei Sternmeer, der geht da schon etwas tiefer, ne? Der Song. Ja. Ja. Da muss man schon aufpassen. Jetzt ist die Zeit dafür da, sprich genau heute, kommt eine neue CD raus. Oder ist ja bereits auf dem Markt drauf, seit heute. Die CD heißt Zeit zu fliegen. Es ist so ein... Bist du über die Jahre geflogen oder wie bist du auf diesen Titel überhaupt gekommen? Also das Motto der CD, also als ich mit dem Ali dann saß, Ali Menke, der Produzent und ich, wir haben uns natürlich erstmal kennenlernen müssen. Wir kannten uns so vom Telefon und auch mal Hallo gesagt, aber dann auch erstmal beschnuppern. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir so eine ähnliche Mentalität haben. Wir sind positive Menschen, die das Leben bejahen. Er ist ein bisschen jünger als ich. Er ist auch so ein bisschen esoterisch und philosophisch. Oha. Ja, ja, schwieriges Thema. Ja. Obwohl, er hat mir dann so ein paar seiner Philosophie mitgeteilt. Aber wir konnten uns dann einigen. Er hat also von Dalai Lama, was war das? Das Leben ist dazu da, um glücklich zu sein. Ich sage, ja, da kann ich dir 100% zustimmen. Das kann man nicht widersprechen, nein. Gemeinsame Nenner. Und da ist dann auch die Idee dann gekommen, dass man so was Lebensbejahendes macht. Dass wir einfach sagen, okay, nicht in der Vergangenheit leben, was zu was ich manchmal neige oder was mir halt auch gerne zugeschoben wird. Auch nicht in der Zukunft das Glück suchen, weil wer weiß, ob man die Zukunft noch erlebt. Suchen wir es hier und heute und fangen wir heute an abzuheben, fangen wir an mit der Zeit, die zum Fliegen geht. Welchen Grund gäbe es für dich, in der Vergangenheit zu leben? Du hast gerade schon darüber gesprochen, du hast ja im Grunde die letzten Jahre über immer wieder neue Singles rausgebracht, also dich ganz, ganz langsam wieder herangetastet an die deutsche Musik, eine andere als die neue deutsche Welle. Welchen Grund hast du, um in der Vergangenheit irgendwie was zu suchen? Ja gut, man neigt ja als Mensch dazu, so die Vergangenheit zu glorifizieren und man kann es sich ja auch gemütlich machen da. Ja, die ist ja da und die ist ja auch oft. Aber die schön. War. Oder war da. Ja, es hat einen Unterschied. Ja, die war da. Und ganz allgemein, es ist halt eine Aufgabe, die man, glaube ich, als Mensch ganz grundsätzlich hat, dass man evolutioniert und immer weitergeht und sich das sucht, was dich auch in irgendeine Richtung weiterbringt. Ob das jetzt die richtige Richtung ist, wer weiß das, wer kann das sagen.
Aber das Leben oder so, was ich jetzt für mich gefunden habe, was ich jetzt meine, ist auch nur, ich möchte mich nicht reduzieren lassen auf die Titel, die es mal gab. Klar ist sicher Spaß. Eine Nummer, die mir immer verbunden sein wird. Ja, so, das ich ist muss wahrscheinlich auch jedes Mal spielen, wenn du auf die Bühne gehst, oder? Ja, natürlich. Aber, aber die Stones spielen ja auch Satisfaction. Und, ja, das geht auch nicht ohne. Und Queen würde auch, wenn er noch leben Rhapsody würde. Rhapsody oder irgendwas, dann, ja. Ja, We Will Rock You spielen und so. Ja, oder so, ja. Ist ja auch, das ist, finde ich, auch alles in Ordnung. Aber die Verbindung mit dem Hier und Heute, das muss geschlossen werden. Wir haben so eben schon mal ganz gut drüber gesprochen, also auch im Vorgespräch wieder. Ich habe einen anderen Favoriten auf dem Album als das, was jetzt ausgesucht worden ist. Ja. Man hat ja nicht auf mich gehört, mich allerdings auch nicht gefragt. Aber du hast auch nichts gesagt, also hättest ja auch mal anrufen können. Ja, hast recht. Ist doch schon mal ein Anfang. Ja. Wäre der Anruf ja gewesen in dem Fall auch, weil mir dieser Sound sehr stark entgegenkommt. Also mir persönlich kommt er sehr stark entgegen, weil er etwas gitarrenlastiger ist. Ja. Hast du bewusst versucht, diesen Spagat auch zu machen? Jetzt komme ich wieder auf Sternenmeer. Mhm. Synthesizer, Gitarrensound. Dann haben wir noch einen Song, das ist richtig mit Party-Sound. Mhm. Das ist Macht die Herzen frei. Ja, ja. Da geht es ein bisschen mehr ab. Mhm. Also darauf kann man sogar tanzen, ist wirklich so. hast du bewusst diesen Spagat auf diesem Album tanzen. Auch gesellt? Man kann auf alles tanzen bei dem. Bei Sternmeer wird das aber ein bisschen schwieriger. Ein bisschen anstrengend, ja. Ja, bei Sternmeer ist das wirklich anstrengender. Okay. Da muss ja mal wach bleiben irgendwie. Ja, ich habe, es ist auch dadurch entstanden, dass es mit vielen verschiedenen Leuten auch gearbeitet wurde, wo wir auch gesagt haben, ey, bring ruhig mal deine Ideen mit ein. Mhm. Da war auch ein ganz junger Mensch dabei, der war 19 Jahre, YouTuber, der so seine Songs auf YouTube einstellt, der dort glaubt, den Durchbruch zu schaffen. Mhm. Das wird auch irgendwie gehen. Ja. Ich bin noch nicht ganz so drin. Hast du ihm schon ein Angebot gemacht, dass du ihn produzieren möchtest? Ja, auch der versteht das selbst so am besten. der kann sich selbst produzieren. Aber der hat natürlich ganz andere Ideen mit reingebracht. Ja. Und das klingt halt bei der Platte auch durch. Also wir haben da ein bisschen Freiraum gelassen. Haben nicht so wie bei den letzten Platten so gesagt, das muss ein aus auch aus musikalisch und vom Sound her ganz eine Richtung sein oder sagen wir mal so aus einem Guss, sondern hier ganz bewusst, das sind verschiedene Stücke und die große Klammer ist natürlich ich jetzt erstmal als Person und Sänger und auch die Produktionsweise von Ali Menke, der das auch wieder dann geschafft hat, glaube ich, das so alles zu verbinden. Mit der Gitarre das finde ich auch geil. Also ich finde das toll, das ist ein Stück, was auch das wiedergibt, was so mein Status quo ist, so als erwachsener Mann. Ich kam früher aus dem Kinderzimmer und habe im Studio dann Ich will Spaß und kleine Taschenlampe aufgenommen und gesungen. Da waren die Erfahrungen meiner Jugend und so, was man so erlebt als Jugendlicher und junger Mann. Bettdecke hoch, kleine Taschenlampe brennen. Ja, das war zum Beispiel, das war aus dem Vorlesewettbewerb. Da hatte ich einen Vorlesewettbewerb in der Schule mitgemacht und habe, wie hieß das Buch, Der kleine Prinz. Ja. Der kleine Prinz vorgelesen. Das war ja damals Pflicht in der Schule. Ja, also Standard. ja, Standard. Und ist ja auch eine süße, eigentlich schon eine erwachsene Geschichte. Und das habe ich einfach, dann kam die Idee, das gibt's ja auch noch, als das Lied da so entstanden ist und das wurde damit eingearbeitet. Und heute ist es ja, bin ich ein erwachsener Mann und da fand ich den Sound jetzt gut und ich fand auch die Thematik gut von diesem Stück. Wie heißt es jetzt nochmal gerade? Hilf mir mal. Meinst du jetzt, mach die Herzen frei oder meinst du jetzt mit, ist doch schon mal ein Anfang? Ist schon mal ein Anfang, ja. Genau. Eine Neuorientierung. Ich kenne mich aus mit dem Album. Ja, weißt du? Super. Also kennst du das Album auch? Ich habe es auch schon mal gehört, ja. Kennst du das? Also aber du hast es ja auch da liegen, also sowas brauche ich. Also ich habe für dich aber noch ein Cover hier liegen, so für alle Fälle. Ja. Also das ist das neue Album. Auch schon handsigniert von Markus. Oh, da machen wir jetzt mal direkt Folgendes, fällt mir gerade so ein. Du bist ein spontaner Mensch. Lass doch einfach mal eine Frage einfallen, eine Gewinnspielfrage für unsere Hörer und für diejenigen, die es auch im Portal lesen. Was könnten wir dir jetzt fragen, damit wir da drei CDs... Wie heißt Alfred mit Vornamen? Nein. Wie heißt Alfred mit Vornamen? Ja. Wie heißt Markus mit Nachnamen? Ja. Nein, lassen wir mal. Ich
viel Spaß ist zu einfach? Wie heißt die aktuelle Single von Markus? Das wäre doch mal eine gute Frage, ja, ne? Sehr gut. Mhm. Kennst du, weißt du, wie die Single heißt? Ich weiß es. Es ist auf der zweite Song. Auf der zweite Song ist das? Zeit zu fliegen. Echt? Ja. Ach so, man soll die Herzen frei machen, okay. Mhm. Was mich jetzt richtig gewundert hat, da war ich erstmal so ein bisschen platt. Es gibt einen Song auf dem Album, Du und ich und dann ganz lange gar nichts. Der war mal drauf. Ist er nicht mehr drauf? Nein. Das war doch eine Hommage an Udo Lindenberg. Ja, ist er echt nicht mehr drauf? Nein, das ist irgendwie der falsche Pressetext. Ja. Wer hat den Pressetext gemacht? Die Firma Telamo. Und okay. Der Verantwortliche ist auch schon gefeuert. Er ist schon gefeuert. Das ist ein okay. Gutnehmen. Ehrlich jetzt? Nee. Aber ich weiß nicht, warum es noch drauf ist. Also der Verlag hat die... Müssen wir das jetzt aufnehmen? Nein. Der Verlag hat die Genehmigung nicht erteilt. So haben sie mir das erzählt. Eigentlich kenne ich Udo und bin auch mit ihm so auch schon auf der Bühne gestanden. Wir haben bei Nena zusammen bei dem Revival die Tournee mitgemacht. Das war sehr nett und kennen ihn schon seit vielen Jahren. Herr Udo, der kommt ja aus der Gegend, da wo ich groß geworden bin. Ja, Kronau. Udo kommt aus Kronau. Also wir haben dazu immer Klein Chicago gesagt. Ja. Weil ja damals war die Rate da doch sehr, sehr hoch. Ach ja. Ja, die war Chicago-ähnlich. Echt? Ja, war ganz hoch. Und ich durch bin die da Nähe zu Holland, oder? Warum? Ja, drogenmäßig, klar. In Holland konnte man frei einkaufen, dann wurde da frei eingekauft, dann ging man über die Grenze drüber und hat dann wieder richtig mit Schotter da und, Aber ist eine andere Geschichte. Erzähl doch mal. Nein, Kamera läuft, ja. Ich habe in meinem Leben einen einzigen Zug nur gemacht. Mhm. Aus einer Haschzigarette. Einen einzigen Zug. Und da war ich 15 Jahre alt oder sowas, oder 14. Das ist verjährt. Das ist schon lange verjährt. Vor allen Dingen das Gespräch, was ich danach hatte, so, war nicht unbedingt angenehm. Mhm. Also von daher, da bin ich völlig außen vor. Hast du es noch mal durch den Kopf gehen lassen? Ich habe es mir durch den Kopf gehen lassen, aber sowas von. Also diese Hommage, aber wo du gerade sagst. Ja, leider, also ich weiß jetzt auch gar nicht die Gründe, warum, aber aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht war es nicht zu original am Werk, das kann sein. Wir haben das ein bisschen anders interpretiert und anders gesungen. Vielleicht lag es daran, dass der Verlag dann gesagt hat, oh, bevor wir jetzt da in Schwierigkeiten kommen, dann... Aber sagen wir es mal andersrum. Ja. Wenn du jetzt auf Udo zugehen würdest oder Udo auf dich zukommen würde, wir machen mal eine Single zusammen, wärst du zumindest nicht abgeneigt. Ja, ich hätte ja schon mal. Ja, klar, du hättest ja schon mal was, ne? Mhm. Da könnten wir ja schon mal einen Anfang mitmachen. Mhm. Ja, ja. Und Udo war auch meine allererste LP damals, Langspielplatte, die ich mir gekauft habe. War noch nicht mal Andrea Doria, sondern die zweite von ihm. Das war meine erste LP. Ich muss gestehen, ich war nie an... Rico Maserati, glaube ich, oder so. Oder? Ja, für Maserati hat er irgendwas gehabt, ja. Das weiß ich auch noch, aber war dann in eine ganz andere Richtung. Ja, und da, das war so mein Einstieg auch in deutsche Pop-Rock-Musik. Mhm. Aber der war ja auch so eine Art Lagerfeld des deutschen Rocks. Also er ist so eine Marke, der war auch so einmalig eine Marke, zu der Zeit. Da gab es keine Nachahmer oder keine erfolgreichen Nachahmer. Also so nicht wie die neue Deutsche Welle, die auf einmal so eine ganze Menge von Leuten gebracht hat. So 3-4 Jahre später war der ganze Markt damit zugeballert. Ja, aber bei ihm war es so, er stand schon sehr allein und steht immer noch allein. Ja, ja, ich bin mit ihm nicht angefangen. Ich bin direkt gut angefangen. Nein. Ich bin direkt mit Beatles angefangen. Ja. Das weiß ich noch. Mhm. Also ich habe die ganzen Schallplatten, also Singles, ich hatte alles. Das habe ich von meiner Schwester. Ja. Das war... Mein Onkel war, der hat so Musikboxen bestückt, eine Zeit lang. Da warst du ja direkt an der Quelle. Da haben wir immer die kleinen 45er Singles. Ich hatte die großen, nur ich habe mal eine große mal in der Sonne liegen lassen. Mhm. Die hörte sich dann nicht mehr ganz so gut an. Das kann heute mit den CDs nicht mehr passieren. Mhm. Doch, auch. Echt? Ja, CDs in die Sonne, ganz schlecht. Mhm. Ich habe es noch nie probiert. Ja, mach mal. Mach mal. Mit meiner also. Wir wollen euch diese CD natürlich wärmstens ans Herz legen. Seit heute im Handel. Die Single, die brauchen wir von euch, den Namen. Weil, wenn man die nicht weiß, wie die Single heißt, kann man nichts gewinnen bei uns. Ja. Wir wünschen dir auf jeden Fall mit dem Album viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank, Sagen Dankeschön für deinen Besuch. Du hast jetzt noch etwas Zeit für einen Kaffee noch. Mhm. Dann geht's zur S-Bahn und dann Richtung Stuttgart und von da aus Richtung Augsburg. Mhm.
heute Abend ist Veranstaltung dort. Und wo ist das in Augsburg? In der Kongresshalle dort. Ist das nur dann auch Auftritt oder sind da mehrere Künstler? Mehrere Sachen, das ist irgendwie so ein großes Happening. Okay. Also wer Zeit hat, Kongresshalle in Augsburg, da könnt ihr heute Abend auch den Markus treffen. Mhm. Wir sagen Dankeschön und bis bald. Ciao.